Hey Leute, Naruto und hier heute mit kurzen Ghost-Multiplayer-Infos, eher auf Multiplayer bezogen und ja, also es geht eigentlich nur um Multiplayer. Also ihr seht das Bild, das zeigt ein paar Perks und rechts ist abgeschnitten, leider ich habe kein besseres Bild gefunden. Da steht einfach Call of Duty Ghosts, Hashtag und drunter dann Hashtag Ghosts. Um 10:30 am, ich weiß nicht, wann das bei uns ist. Ich schaue dann noch nach und mache vielleicht zuerst noch ein Video drüber. Auf jeden Fall steht halt am 14. August ist das Multiplayer Reveal, das kann man sich Livestream anschauen, gibt es einfach ein Google Call of Duty Ghosts Reveal. Und ja, wir sprechen mal kurz über die Perks. Also ganz rechts unten bei den Perks des Scavenger, also Plünderer, das kennt eigentlich schon jeder. Schaut so aus wie vom Zombie-Modus. Der Scavenger Perk. Dann drüber über den Scavenger, also Plünderer Perk, ist Flak Jacket, also kugelsichere Weste gegen Granaten. Drüber gleich ist, wie es bei MW3 schon gegeben hat, dass man die Schritte lauter hört, glaube ich. Ganz oben, was man da ganz drüber sieht, keine Ahnung, was es ist. Wirklich keine Ahnung, sonst sieht man nur X. Kann man nur raten jetzt, war ja. Dann links der komische Mann, der über eine Wand drüber laufen versucht. Das ist wahrscheinlich, man kann ja bei Call of Duty Ghosts schnell über Sachen drüber sprinten. Das ist vielleicht, dass man länger sprinten kann, entweder. Oder dass man schneller drüber kommt über ganze Sachen, das kann ich eher schneller drüber kommen. Dann ganz unten links haben wir einen Anti-Drohne oder einfach das Radar jammt. Also es ist so rauschig wird auf dem Radar, wenn man in die Nähe kommt. Wie bei MW2 oder einfach gegen Drohnen. In der Mitte der komische Juggernaut-Typ mit einem Messer drunter. Keine Ahnung, was es ist, aber ich glaube, also es hat noch nichts so in die Richtung gegeben, was irgendwie so ähnlich ausgeschaut hat. Ich glaube, das vielleicht ist gegen Knifen. Also, dass man mit dem Knife, wenn man den jetzt killen versucht und der hat das Perk, dass man zwei Knives braucht, also zweimal hinknifen muss, also Messern hin muss. Weil Panic Knifen nervt irgendwie immer und das ist vielleicht ein Perk gegen das, aber es wird vielleicht wieder ein Counter-Perk geben oder eine Waffe, das vielleicht ein Messer ist, wo man One-Hit-Kill immer macht oder so, schau mal. Dann drunter ist irgendwie ein Raketenwerfer, keine Ahnung, was das mit dem Perk zu tun hat. Ja. Auf jeden Fall, ah ja, da links oben ist auch noch irgendwas, das schaut aus wie ein EMP. Das ist vielleicht, ich glaube, keine Ahnung, aber es ist irgendwas EMP in die Richtung. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Es wäre cool, wenn es mich abonniert für mehr Call of Duty Ghosts Infos und so weiter. Und Let's Plays gleich am Release-Tag und so weiter. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, drückt den Like-Knopf. Und wenn es die nächsten Videos über Call of Duty Ghosts und so ein Zeug nicht verpassen wollt, dann abonniert es. Und auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Tschüss.